Yo, einen schönen guten Tag. Neues Video von mir für euch, ein neues Video von Savage Scooters. Wir sprechen heute über die Lotte. Die Lotte ist der Roller meiner Frau. So, und Frauchen ist ein totaler Speedfreak, was wir ja mittlerweile wissen, auch durch die ein oder anderen Fahrvideos. Und Frauchen hat gesagt, ey, das ist mir zu langsam. 17 PS, 17,8 PS hatte Lotte mit einem gesteckten BGM, mit einer 60er Welle, mit einer Polini-Box und völlig unbearbeitet im Gehäuse, nichts gefräst. Also weder Überströme, gar nichts. Einfach zusammengesteckt. 17,8 PS. Die lief toll. Die lief jetzt 3 Jahre. Wunderbar. Keine Probleme, kein Stress, überhaupt nichts. Zylinder abgebaut, ins Regal gelegt, gut ist. So, was haben wir jetzt verbaut? Jetzt haben wir einen 177er VMC Stelvio verbaut. Dieser Zylinder ist für eine 57er Welle gemacht, also für 57 mm Hub. Bedeutet, ich habe eine 60er Welle. Für mich bedeutete das, weil der Kopf achtfach verschraubt ist, musste ich mit 1,5 mm Fußausgleich arbeiten, weil ich keine Dichtung für den Kopf hatte. Bedeutet für mich, die Steuerzeiten haben sich erhöht. Relativ hoch. Mit dem VA, mit dem Vorauslass müsste das gut funktionieren mit der Box. Also das heißt, ich rechne irgendwo mit dem Peak bei, 7,2 bis 7,4. Da müsste sie ungefähr pieken. Also können wir ja gleich mal gucken. Ihr seht, ich habe jetzt den Rechner gerade hochgefahren. Der Roller ist jetzt gerade frisch zusammengebaut. Also er kommt von der Werkbank quasi direkt auf den Prüfstand und dann gucken wir mal, was geht. Ne? Also die kriegt auch hier voll auf den Kopf. Ich mache das immer so bei den Motoren, wenn die hier auf dem Prüfstand ihre erste Bewährungsprobe haben und nicht halten, dann halten sie auch auf der Straße nicht. So, Vergaser ist von mir bearbeitet, entsprechend verändert. Venturi ist drauf von Vesptec und eine Airbox ist drauf. Auch von Vesptec. Was wir haben ist die Vergaseranpassung, Düsen sind gemacht von mir und so weiter und so fort. Ansonsten ist das Ding einfach nur zusammengestöpselt. Ich erhoffe mir, das Ganze sah relativ gut aus. Die Überströme vom Zylinder habe ich natürlich jetzt nicht auf den Block übertragen. Von daher schlummert vielleicht da noch ein bisschen Potenzial. Aber wir schauen jetzt einfach mal out of the box, was geht und was gehen kann. Und dann gucken wir mal, wo wir landen am Ende des Tages. Ziel ist es, mehr als 17,8 PS zu haben. Mal sehen, ob das Ding das bringen kann. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Yeah.
So. Fertig. Boah. Ich finde, für Out of the Box kann man das mal so stehen lassen. Gucken wir uns mal die Diagramme genauer an. Wisst ihr, was das Geile ist? Wenn einem während der Aufnahme die Batterie abschmiert und man sabbelt und sabbelt und auf einmal macht das Objektiv Block und guckt irgendwo in den Himmel. So, das heißt, die ganze Kacke, die ich jetzt erklärt habe, erkläre ich jetzt doch mal. Für euch das erste Mal, für mich zum zweiten Mal. Naja, okay. Also, ich blende euch jetzt das Diagramm ein. Wir haben bei dem Lauf im dritten Gang 21,1 PS in der Spitze gehabt und 20,6 Newtonmeter. Interessant ist, dass wir fast 1:1, also Leistung und Drehmoment sich ähneln, ne? Also fast identisch sind und auch noch fast zum gleichen Umdrehungszeitpunkt anliegen. Ne? Die Leistung bei 7200 und die Newtonmeter bei 7000. Also da ist nicht wirklich viel Umdrehungsdifferenz zwischen, was sehr geil ist. Und was noch sehr geil ist, dass dieser Zylinder einen permanent ansteigenden Drehmomentverlauf hat. Das heißt, du kommst aus dem Standgas raus, da hat er schon mal 17 Newtonmeter und drückt hoch bis 21 Newtonmeter und zwar permanent schön linear, fast linear ansteigend. Fällt dann hinten raus relativ schnell zusammen, weil natürlich die Einlasszeit fehlt, nichts gefräst ist und die BGM-Kurbelwelle natürlich auch nicht über wahnsinnig große Einlasszeiten verfügt. Wir haben noch den Venturi verbaut, wir haben noch die große Airbox verbaut und ich habe den Vergaser entsprechend meines Gustos abgedüst, sodass wir auf eine ansprechende Leistung kommen. So, was auch noch interessant ist, ich blende euch jetzt nochmal den vierten Gang mit dazu ein. Der vierte Gang ist ganz interessant, weil wir auch da ein wirklich interessantes Bild sehen. Denn der Roller hat seinen Leistungspeak bei etwa 87, 90 km/h im dritten Gang. Und wenn wir dann, also wenn wir den voll ausdrehen im dritten Gang, ne, bis zum Leistungspeak und dann in den vierten Gang schalten, dann stehen wir voll im Saft. Das heißt, der Roller verfügt dann über ein weiteres anstehendes Drehmoment und eine ansteigende Leistung bis etwa 15 km/h, würde ich sagen, kann man das Ding sinnvollerweise drehen und dann ist auch Schluss. Dann lässt die Kraft nach, dann gehen die geht die Drehmomentkurve entsprechend runter und die Leistung fällt bei 120 etwa auch ab. So. Realistisch würde ich sagen, fährt er auf der Straße GPS gemessen irgendwo 100, 110, ne? Je nachdem wie schwer der Fahrer ist. Also bei meiner Frau würde ich sagen, reden wir hier von realistischen 110 GPS auf der Straße, dann ist das Ding auch ausgedreht. Der ist allerdings vollgasfest, weil der sowohl im dritten als auch im vierten Gang etwa die gleiche Leistung wirft. Von der Bedüsung her ist er entsprechend ausgestattet, sodass er thermisch auch entsprechend ja, nicht anfällig ist. So, Sprit kriegt er genug. Zündung steht bei 19 Grad. Quetsche hatte ich euch ja eingangs schon erwähnt. Die steht relativ unempfindlich. Ne? Also wir gehen nicht auf diese 1 mm, die im Internet kursieren, sondern haben ungefähr 1,4, glaube ich, waren es. Die Steuerzahlen sind relativ hoch, hatte ich auch eingangs erklärt. Also, der Zylinder ist für aus der Kiste heraus oder out of the box wirklich gut. Ja, also da kann man nicht sagen, der Zylinder performt. Im dritten und im vierten Gang auch hatte ich euch ja auch gezeigt, die Ganganschlussmessung macht das Ding wirklich Spaß. Auf der Rolle geht er dann knappe 140, wird er auf der Straße nicht packen, aber realistisch denke ich auf der Straße 110, 120. Wenn man den gescheit abdüst, wenn man den gescheit einstellt, wenn man dem Vergaser genügend Luft gibt zum Atmen und ihn entsprechend bedüst, großzügig mit dem entsprechenden Auspuff. Wie gesagt, hier ist eine Polini-Box drauf. Das mag sich mit anderen Auspuffanlagen vielleicht auch noch ein bisschen anders verhalten. Aber wir müssen immer bedenken, wir haben halt keine Einlasszeit und wir haben halt für die doch etwas höheren Überstromzeiten zu wenig Einlasszeit, als dass wir das sinnvoll befeuern könnten. Deswegen würde ich zu diesem Zylinder, zu dem Stelvio mit einer 60er-Welle ausschließlich zu einer Box tendieren. Alles andere macht keinen Sinn. Der Stelvio macht dann Sinn, wenn du dem richtig Feuer gibst, also das heißt den Auslass fräst, Membran vielleicht fährst und einen schönen Resopod fährst, dann macht das Ding auch mit Sicherheit mehr. Und ich kann euch sagen, wir haben knapp 25, 26 PS in Aachen für einen Roller mal eingestellt mit SI-Vergaser und Resotüte. Also das Ding kann schon gut performen. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, ob das Ganze sich auch auf Dauer gut präsentiert. Der BGM
ist eine safe Größe. Und ich würde sagen, der Stelvio muss sich schon am BGM messen und auch andersrum. Der BGM hat 3 Jahre lang wirklich gut performt. Der hat einfach draufgesteckt, nichts gearbeitet an irgendwelchen Überströmern oder Auslass, hat der BGM zwischen 17 und 18 PS gedrückt. Out of the box mit genau diesem Motor. Ich habe hier tatsächlich nur den Zylinder geändert. Der Stelvio macht da mehr. Gut. Muss man so stehen lassen, aber er muss es auch bringen über die nächsten 3 Jahre. Und der Motor sollte jetzt wieder die nächsten 3 Jahre laufen. Das heißt, ich habe jetzt hier noch ganz normale Inspektion gemacht, Zündkerze gewechselt, Öl gewechselt, mir alles angeguckt. Ich hatte den Motor komplett raus, hatte den Motor auf der Werkbank, habe ihn mir angeguckt, habe ihn wieder zusammengesteckt. Lager waren in Ordnung. Er hat jetzt gelaufen knappe 4000 Kilometer in den letzten 3 Jahren. Ist nicht wahnsinnig viel, aber doch. Meine Frau hat ihn sehr, sehr regelmäßig und nicht täglich, aber mindestens 2-3 Mal die Woche benutzt. Und da ist schon einiges zusammengekommen. Große Fahrten hat sie mit dem BGM gemacht. Also BGM ist auch ein sehr, sehr guter Tourenzylinder. Sie ist von Aachen nach Köln, sie ist von Aachen nach Bergheim. Sie ist mal 70 Kilometer, mal 100 Kilometer eine Strecke gefahren, nur halt nachgetankt. Also der Roller mit dem BGM-Zylinder war sehr tourentauglich. Das muss der Stelvio jetzt auch bringen. Er sieht von der Verarbeitungsqualität sehr gut aus. Ich glaube, dass er das packen kann. Wir werden sehen. So, leistungsmäßig ist er auf jeden Fall besser als der BGM. Jetzt guck mal, ob wir die Haltbarkeit hinkriegen. Ja, das war's zum 177er VMC Stelvio. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Gerne auch ein Abo. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welchen Zylinder ihr vielleicht gerne sehen würdet, den wir mal testen, den wir mal aufspannen. Wir haben ja nun einige Motoren da, die wir entsprechend umrüsten können. Ne? Also, in diesem Sinne, bleibt hässlich und wenn er rausgeht, fallt nicht in Schnee. Bis dann.